So, ich nehme euch endlich wieder mal mit, wie ich meine Nägel mache. Und zwar habe ich jetzt seit einem Monat die Nägel drauf und sind mir langsam aber sicher verleidet und sie sind schon richtig rausgewachsen. Und darum machen wir jetzt einen Schritt für Schritt, was ich mache. Ich habe hier vor mir so einen staubsaugermäßigen Ding, wo der Staub halt wegnimmt, wenn ich hier meine Nägel abschleife. Und jetzt nehme ich einfach mal bei beiden Händen das ganze Design weg. So, die erste Hand habe ich fertig abgefräset. Und das ist wirklich der Teil, der einfach immer am längsten braucht. Das ist so mühsam. Oh. Anyways, one hand down, one to go. Dieses Häuschen. Und zwar habe ich von einer Schülerin die Cinnamon Roll Cookies bekommen. Die sind so fein. Das ist wirklich. Schmeckt wie Cinnamon Roll. Halt einfach in Cookie-Form. Hey, schon nur das jetzt gesehen. Es ist so schön, wieder mal so etwas Neutrales zu haben. Das Rot ist schon richtig verleidet. Und jetzt mache ich noch die Maniküre. Das mache ich mit einem anderen Aufsatz. Jetzt habe ich so ein Keramikbit genommen, das recht grob ist, um das wegzunehmen. Für die Nagelhaut brauche ich so ein kleines Bit, um einfach hier entlang zu fräsen. Und das läuft dann auch die unsichtbare Nagelhaut vom Nagel weg. Und das macht, dass das Nageldesign ein bisschen besser hält. So, zurückgestoßen ist es jetzt. Jetzt habe ich noch das Zängli, um alles Übrige wegzuschneiden. Und das Wichtige ist, wenn man die wegschneidet, das trocknet auch schnell aus. Und darum ist es so wichtig, dass man einfach immer regelmäßig wieder die Hände eincreme oder ein Nagelöl braucht, dass eben der Teil, den ich jetzt hier nicht abschneide, völlig vertrocknet. Und schau, wie sehr es fein ist. Loki grusig, aber auch richtig satisfying. So viel Nagelhaut kommt einfach weg. Crazy! Endlich sind wir soweit und wir fangen an mit dem Aufbau. Und zwar starte ich immer mit einem Primer. Den habe ich von Swiss Nails Factory. Ist schon recht alt, aber der tut es mega. Und das kann man einfach so wild darauf auftragen, dass wir es überhaupt nicht perfekt sind. Während dem ganzen Video kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, für was die verschiedenen Schritte sind. Aber es funktioniert bei mir und darum mache ich es weiterhin. Falls irgendjemand weiss, für was der Primer genau gut ist, weil ich weiss, es gibt Säure-Primer und es gibt noch andere Primer, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren lassen und sonst nehmen wir es einfach. Jetzt mache ich den Aufbau mache ich zuerst mit der ganzen linken Hand und nachher die ganz rechte Hand. Einfach das noch klar ist. Primer ist fertig. Als nächsten Schritt nehme ich Rubber Base, die habe ich von Born Pretty. Und trage eine Schicht auf alle Nägel. Die kann recht dünn sein, muss nicht irgendwie aufbauen sein. Das sieht dann etwas so aus. Und jetzt kommt auch wieder von Born Pretty der da drauf. Und das ist ein Quick Extension Gel in Light Milky Pink. Und das von dem ich mache eine recht dicke Schicht drauf, weil das macht nachher den Nagel auch richtig stabil. Und durch das brauche ich auch keine Extensions, weil der Nagel wirklich äußerst selten abbricht. Das ist das Beste! Und so sieht es aus, wenn der komplette Aufbau dann fertig ist. Und jetzt kommt das Design. Und für das Design habe ich nicht wirklich eine Präferenz, was den Nagellack angeht. Ich habe zum Beispiel jetzt hier so einen Schimmer von Jolie Fine. Oder ich habe verschiedene Farben von Alessandro Striplack. Oder verschiedene Farben von Swiss Nails Factory. Die, die ich jetzt für das heutige Design brauche, ist der Schimmer und weiß für Schneeflocken. Oh, ich bin so gespannt, weil ich vorher ein bisschen Zeug ausprobiert so mit Schneeflöckchen. Und es ist halt dann gleich immer noch etwas anderes, wenn man es auf den Nagel drauf tun und nicht beide Hände hat, um mir etwas umfiguriert. Aber ich bin gespannt, wie es rauskommt. Die erste Schneeflocke ist fertig. So schön! Wow! So fertig! Das ist die rechte Hand und die linke. Ich finde es so schön! Das wär's für heute. Ich habe wirklich mega Freude. Ich finde es so schön rausgekommen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Tschüssi, ciao, ciao.